Ja, es ist ein paar Tage her, dass ich mich bei euch gemeldet habe. Aber es hat auch einen Grund. Ich denke, ihr könnt es noch ein bisschen in meiner Stimme hören. Mich hat es ein wenig wieder zerlegt und dementsprechend würde ich mich schon mal ein bisschen über ein paar Genesungswünsche, nennen wir es, in den Kommentaren freuen. Das hebt wieder den Algorithmus und ich hole den Rückstand quasi wieder ein bisschen auf. Aber ich möchte euch heute etwas zeigen. Und zwar war ich nicht ganz untätig. Auch wenn die Stimme es kaum zugelassen hat. Na gut, vieles kann man ja ohne Stimme machen, ne? Und da habe ich jetzt hier ein bisschen mein Regal wieder genutzt. Also seht mal selbst. Ja, und hier ist das Objekt der Begierde, beziehungsweise die Objekte der Begierde. Und zwar habe ich jetzt meinen Wunsch oder mein Versprechen, will ich nicht sagen, aber meine Idee umgesetzt, dass ich jetzt hier wieder mit der Mikrowürmchenzucht angefangen habe. Und zwar jetzt hier unten auf dem untersten Regalbrett, sodass ich jetzt ein bisschen mehr, ja, ich nenne es mal Kontrolle, beziehungsweise eine kleine Selbsterinnerung dran habe, dass ich ja jetzt hier die Mikrowürmchen habe und die dann auch verfüttern kann. Und dementsprechend habe ich jetzt direkt zwei Pakete hier angesetzt, beziehungsweise zwei Brette wieder angesetzt. Und da möchte ich euch mal vielleicht nochmal ganz kurz zeigen, was und wie ich das so mache. Wir versuchen das jetzt mal mit einer Hand hier aufzumachen. Gar nicht so einfach. Da müsst ihr jetzt durch. Ja, so. Also, ihr seht schon hier am Rand, das sind die Mikrowürmchen, die verfüttert werden können. Und ja, vielleicht fragt sich jetzt der ein oder andere, wie habe ich das gemacht. Aber ich will euch ganz kurz mitnehmen, wie so der Aufbau von so einem Paket hier ist. Ist eine ganz einfache Geschichte eigentlich. Ihr braucht halt einmal einen Mikrowürmchenansatz und dann braucht ihr eine Box, die, ja, was wird es sein? Hat sich ganz gut bewährt, so 4-5 cm hoch ist. Das ist hier von so einem, ja, darf man ja nicht sagen, von so einem Gummibärchenhersteller, ne? Und da fülle ich so, ja, 1 cm Haferflocken rein. Eigentlich feine, diesmal hatte ich nur die groben, die tun es aber auch. Ihr könnt aber auch gerne dafür Semmelbrösel oder sowas nehmen, das geht auch ganz gut. Ja, was macht man damit? Man weicht die ein wenig ein. Werde ich nochmal bei Gelegenheit nochmal ein separates Video drüber machen, damit ihr das genau seht. Aber vom Prinzip her so, dass es ein bisschen schlotzig wird, sagt man so schön. Also ein bisschen matschig, nicht zu flüssig, nicht zu trocken. So dass man, wenn man, dass man so eine viertelhalbe Stunde dann mit dem Wasser hat stehen lassen, wenn man mit einer Gabel oder einem Löffel drauf drückt, dass sich das so leicht auflöst. Ne? Also wichtig mit Wasser, das hat bis jetzt hier bei mir ganz gut funktioniert. Und dann kommt so eine richtige Streuselpackung Hefe drüber, so dass man, wenn man dann da reinschaut, immer noch gut erkennen kann, dass jetzt hier ein bisschen Hefe drauf ist, so, wie so ein Streuselkuchen so ein bisschen. Ne? Und da kann man eigentlich diesen Mikrowürmchenansatz drüber geben und ja, ich habe die jetzt hier, weiß ich gar nicht, so 4, 5 Tage stehen und man sieht, das hat sich wunderbar entwickelt, obwohl der Ansatz ein sehr kleiner Ansatz diesmal war, war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen, weil ich hatte mir im Internet bestellt und war da, weil ich es schon mal gemacht habe, eigentlich gewöhnt, ein etwas bessere eine oder bessere Menge zu bekommen. Das war jetzt sehr klein, aber man sieht, man braucht wirklich nicht viel. Das geht ratzfatz. Leider seht ihr das jetzt nicht hier, dieses ganze Milchige, was hier so ja, zwischen den Haferflocken rum, das ist lebendes Material. Ich glaube nicht. Ich versuche euch mal ganz still zu halten. Doch, ihr seht es hier gut. Hier unten müsst ihr hingucken. Das bewegt sich alles. Das sind lecker Mikrowürmchen. Ja, und wie kann man die dann verfüttern? Das ist eigentlich ganz einfach. Das zeige ich euch mal jetzt eben kurz. Ja, man nehme hier so einen handelsüblichen Pinsel, einen nicht so groben, sodass ihr noch, ich versuche das jetzt mal hier parallel zu machen, die Tiere, die hier so am Rand sind, abstreifen könnt, ohne jetzt so direkt in die Schlotter hier reinzukommen. Dann habt ihr hier so einen kleinen, man sieht es glaube ich, Wulst. Und das reicht eigentlich schon für die erste Verfütterung. Das können wir uns mal eben angucken, ob die Tiere das annehmen. So, und dann sind wir jetzt hier bei den Perlenwerbling angekommen. Und dann gebe ich das einfach hier so einmal rein.
und ordentlich durchwurschteln. Und dann seht ihr schon, die Tiere gehen hinterher, obwohl die es jetzt, glaube ich, noch gar nicht gewohnt sind. Also da braucht ihr euch keine Gedanken machen, die nehmen das ziemlich sicher auf. Ist auch nicht direkt verdorben, das Material, also ihr habt da ruhig ein bisschen Zeit und könnt da ein bisschen jonglieren mit der Menge. Wenn es mal ein bisschen zu viel ist, nehmen euch das die Tiere, also die Fische nicht krumm, die Mikrowürmchen schon, weil auch die werden dann von den Tieren aufgefressen. Also eine relativ einfache Geschichte und eigentlich auch, wenn es einmal läuft und man dabei bleibt, auch eine kostengünstige Geschichte, um die Tiere immer mal wieder mit ein paar Leckerchen noch ein bisschen besser aufziehen zu können. Das Einzige, und da reden wir gleich nochmal drüber, was ein bisschen Nachteil hat, das sage ich euch jetzt nochmal. Ja, also Tiere sind verfüttert oder gefüttert mit verfüttert und das Einzige, was jetzt so ein bisschen Manko hat, hier oben, ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann, da auch so ein bisschen, ne? Ich habe in den Deckel so kleine Ritzen reingestemmt mit einem Messerchen. Das hat einen Grund, weil wenn die Dose hermetisch abgeriegelt wäre, dann habt ihr das Problem, dass die Tiere nicht genug Sauerstoff bekommen, so habe ich gelesen, und sie alle hier hoch auf den Deckel klettern. So, und man versucht jetzt so ein bisschen so einen Mittelweg zu finden zwischen zu viel Luft und zu wenig Luft, indem man hier ein paar Löcher reinmacht und die Tiere quasi hier zwingt, an der Seite hoch zu klettern. Das ist so ein bisschen nach Luftjapsen, so ganz grob gesagt, aber nicht bis an den Deckel, sodass man da ein bisschen jonglieren kann. Ihr müsst das regelmäßig aufmachen, weil sonst nicht genug Luft rankommt an die ganze Geschichte und euch das dann irgendwann extrem schnell kippen kann. Wenn ihr das aber regelmäßig verfüttert und immer das ein bisschen lüftet, dann könnt ihr da lange Spaß dran haben. Und zu dem Zeitpunkt, wenn ich das mal neu mache, dann nehme ich euch nochmal mit, dann zeige ich euch das nochmal. Was aber noch eine kleine Unangenehmheit, ist das richtig? Ein bisschen unangenehm, so rum ist es richtig, ist, dass es leicht säuerlich riecht. Also mir hat mal einer gesagt, der hier reinkam, oh, hier riecht es nach Hefeteig und genauso riecht es halt auch so leicht säuerlich. Daher müsst ihr gucken, ob ihr das im Wohnzimmer haben möchtet, aber es gibt ja auch genug Möglichkeiten, das auch woanders hinzusetzen. Und damit mir jetzt das nicht immer passiert, dass ich das vergesse, beziehungsweise einen von diesen Pötten immer vergesse, werde ich mir das jetzt versuchen so anzugewöhnen, dass ich immer einen kleinen rotierenden Wechsel mache und morgen wäre dann dieser Pott dran. So ist die Idee dahinter. Also, ich glaube, wir belassen es für heute dabei. Ich denke, das reicht. Wenn ihr Fragen habt, gerne damit in die Kommentare. Ich versuche sie euch zu beantworten. Ansonsten, ihr habt es ja schon gehört, meine Stimme, ne? Und Genesungswünsche bringt den Algorithmus ans Laufen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.